Liebe Frau Münch, ich hoffe, Sie können es mir verzeihen. Mir hat Ihr Poetry Slam Wortgewalt so gut gefallen. Ich habe mich einfach zu einem Schüttelreim hinreißen lassen. Mit Worten alleine kann Julia ich nicht ehren. Für ein Utensil muss hinter die Bühne ich kehren. Einen Augenblick bitte. Ich hoffe, Sie erkennen das. Ich hätte auch gerne einen Liegestuhl von Bernd Sonnendeck mitgebracht, nur der hat im Moment keine Saison und die Preisträgerin wird auch mehr geehrt für Umbauarbeiten und nicht fürs Sonnenbaden heute. Liebes Festpublikum, ich habe es heute sehr einfach. Ich muss mich wie bei jeder guten Laudatio nur an zwei ganz simple Regeln halten. Die Regel Nummer 1 lautet: sprich viel kürzer, als dein Publikum es erwartet. Regel Nummer 2: such dir eine Preisträgerin, die den Preis wirklich verdient hat. Dann kannst du auch Regel Nummer 1 hemmungslos missachten. Liebe Julia, wir sind ja unter uns. Deshalb will ich gleich mal mit einem kleinen Geheimnis beginnen. 1998 warst du Redaktionspraktikantin im Wirtschaftsressort der Berliner Zeitung. Schon nach ein paar Wochen wurde dir das tägliche Blattmachen in der Redaktionsstube etwas langweilig. Deshalb traf es sich gut, dass zur gleichen Zeit der Skandal um die Berliner Bankgesellschaft an die Öffentlichkeit gelangte. Diese Gelegenheit kam für dich wie gerufen. Du fingst an, selber zu recherchieren und zogst schnell ein paar Scoops an Land, die auch prompt gedruckt wurden. Das hatte ich noch nie erlebt, so sagt es dein damaliger Ressortleiter und heutiger guter Freund Christoph Käse, dass ein Redaktionsneuling Investigativgeschichten anbringt, die dann ohne jede Gegendarstellung gedruckt werden können. Manche werden sich erinnern, der Berliner Bankenskandal führte letztlich zum Rücktritt des regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen. Eine Nummer kleiner wollte Julia ihre Redaktionskarriere nicht beginnen. Ich lasse mich nicht so leicht ins Boxhorn jagen, sagtest du in einem SZ-Interview viele Jahre später. Aber das galt erkennbar auch schon damals. Und angstfrei, das ist ein Wort, das immer wieder fällt, wenn von dir die Rede ist. Julia ist angstfrei. Und da wir ja nach wie vor unter uns sind, liebe Julia, hier noch ein weiterer Blick zurück auf deine ersten Karriereschritte. Diesmal in der Hauptrolle nicht Julia, die Reporterin, sondern Frau Jekel, die Anzeigenverkäuferin. 2001 hattest du in den Kopf gesetzt, How to Spend It, das schöne Magazinsupplement der englischen Financial Times, nach Deutschland zu bringen. Das Urteil der damaligen Gesellschafter, das ist zu teuer, der Anzeigenmarkt ist zu klein und die FTD hat dafür auch überhaupt keine Kompetenz. Für fast jeden hätte das bedeutet, okay, ich packe das lieber für immer in die Ablage. Für dich war das erst der richtige Startschuss, also produziertest du ein Dummy und bekamst nach 10 Ringen das Go für die erste Ausgabe. Und dann kommt eine Woche vor Anzeigenschluss die Hiobsbotschaft. Die Anzeigenabteilung hat nur halb so viele Anzeigen verkauft wie geplant. Das mache ich jetzt selber, sagst du, packst deine Koffer und gehst auf eine improvisierte Roadshow. Eine Woche später stehst du strahlend wieder im Büro. Der Anzeigenumsatz ist jetzt über Plan und eine ganzjährige Titelkopfanzeige für die Financial Times selber hast du auch noch an die Uhrenhütte Glasfirma mitverkauft. Ich darf das hier nicht verbocken, sagst du viele Jahre später in dem bereits erwähnten SZ-Interview. Da meinst du deine Aufgaben als weiblicher CEO, aber das galt schon damals und ist dein zweiter starker Charakterzug. Hartnäckigkeit, ja, Dickköpfigkeit, wenn dir etwas wichtig ist. Damit hast du ganz früh gezeigt,
Journalismus kannst und verstehst du und Anzeigenverkauf auch. Und damit zwei der Königsdisziplinen unserer Branche. Und auf der Habenseite der Charaktereigenschaften zeigen sich da erstmals für alle zwei deiner Haupttrümpfe. Angstfreiheit und Hartnäckigkeit, also Mut und Konsequenz. Diese beiden Trümpfe setzt du auch gleich ein, als du Chefin von Gruner und Jahr wirst. Du tust das, was sich die harten Männer von der Waterkant vor dir nicht getraut haben. Du machst die Financial Times Deutschland dicht und befreist Gruner von seinem größten finanziellen und psychologischen Wackerstein. Bei der Verkündung stehen dir echte Tränen in den Augen und das spricht natürlich genauso für dich, wie dass du es trotzdem getan hast. Du hast keine Angst, Gefühle zu zeigen und nur Machos, männliche wie weibliche, glauben, dass das eine Schwäche ist. Das geht nur, wenn diese Gefühle wie bei dir authentisch sind. Zynik ist deine Sache nicht, Empathie sehr wohl. Und damit ist er zusammen der, wenn ich mir das erlauben darf, Dreiklang deines Wesens, angstfrei, hartnäckig, empathisch. Und das ist viel wichtiger für den Erfolg als jedes Handwerk, auch wenn du das, siehe oben, natürlich auch beherrschst. Und kaum hast du Gruner von den Fesseln der Financial Times befreit, legst du los zusammen mit deinen beiden Kollegen Stefan Schäfer und Oliver Radke, als gäbe es kein Morgen. Barbara Stern-Kreim, Chefkoch, Flo, Walden, Hücke, Salon, No Sports, Couch, Court und so weiter und so fort. 23 neue Titel in 24 Monaten und fast alle verdienen Geld und keiner schreibt rote Zahlen. Liebe Julia, da drängt sich natürlich die Frage auf, denn auch eine Laudatio soll ja kritische Töne haben. Was hast du eigentlich in dem 24. Monat gemacht, in dem du kein neues Magazin gestartet hast? Auch ich beherrsche Investigationsjournalismus und habe Folgendes herausgefunden. In dem ersten Monat deiner Amtszeit hast du keine neue Zeitschrift gegründet, weil du hochschwanger warst mit deinen beiden Zwillingen und auch noch einen Armbruch hattest. Aber liebe Julia, ist das wirklich ein Grund? Autos fliegen aus der Kurve, wenn man gleichzeitig Gas gibt und auf der Bremse steht. Im Zeitschriftengeschäft des Digitalzeitalters ist dies das Erfolgsgeheimnis, das du Gruner und Jahr einimpfst. Kreativ Vollgas, bei den Kosten Vollbremse. Auch das war neu und revolutionär bei Gruner und Jahr, denn jahrzehntelang galt dort, Kreativität braucht Verschwendung. Unter 30 Redakteuren für einen Monatstitel ging gar nichts. Heute schafft ihr das mit 6 bis 8 und seid stolz darauf. Und diese Magazine sind allesamt von höchster Qualität. Moderner Journalismus, der gute Texte und attraktive Optik miteinander vereint. Früher fanden wir uns selber am tollsten, sagt man sich am Baumwall. Heute überlassen wir das den anderen. Dein Anspruch ist, Deutschlands Magazinverlag Nummer 1 zu sein. Und selbst Konkurrenten und Neider sagen heute, zumindest hinter vorgehaltener Hand, das hast du geschafft. Und noch ein weiteres Gegensatzpaar wird bei dir zur Erfolgsformel. Journalistische Unabhängigkeit und Kommerz. Das geht zusammen. Schöner Wohnen verkauft Wandfarbe, 20,5 Millionen Liter mittlerweile, Möbel und vieles mehr. Und gleichzeitig kehrt der Stern unter Christian Krug zu altem journalistischem Glanz zurück. Der Gabriel Scoop ist dafür nur ein Beispiel. Auch wenn Kommerz und Journalismus zusammengehen, die richtige Grenze kennst du trotzdem. Als du nach deinem Verhältnis zu Ursula von der Leyen gefragt wirst, antwortest du trocken, eine Politikerin kann nicht die Vertraute einer Verlagschefin sein. Du bist die Löwenfrau vom Baumwall, aber auch eine echte Teamplayerin. Mit deinen beiden Kollegen Stefan Schäfer und Oliver Radke bildest du, und das ist kein PR-Gag, eine Fahrgemeinschaft. Ihr seid nicht nur Kollegen, sondern echte Freunde. Dieses Teamplay spürt man heute in allen Ebenen von Verlag und Redaktion. Du hast G&J nicht nur den Erfolg zurückgebracht, sondern auch seine Identität
und einen neuen, jetzt bescheidenen Stolz. Deshalb ist es nicht überraschend, dass in deinem Zusammenhang nie das Wort arrogant fällt, das früher fast synonym mit dem Hamburger Baumwall war. Arrogant, perfekt oder aalglatt, alles wunderschöne und oft wiederholte Klischeevorwürfe, insbesondere bei erfolgreichen Frauen. Das sagt dir keiner nach. Dazu bist du viel zu sehr Mensch geblieben. Die Julia, mit der man Pferde stehlen kann. Und nachdem du zuerst deine Hausaufgaben am Baumwall gemacht hast, gibst du deinem Verlag auch zunehmend eine öffentliche Stimme. Deine erste laute Tat, der Austritt aus dem VDZ, halten manche, auch ich, für einen Fehler. Deine konsequente Kritik an der Übermacht von Facebook hingegen ist ebenso nötig wie wichtig. Ich bin sicher und hoffe, wir werden in Zukunft noch mehr von Julia, der Außenministerin, hören. Auch dabei wird dir dein Wesen helfen. Angstfrei, hartnäckig, empathisch. Mensch Julia, Wonder Woman, auch von der Zeitschrift Myself zu einer der 5 bestangezogensten Frauen der Welt, ja der Weltwirtschaft gewählt. Hast du denn verdammt nochmal überhaupt keine Fehler gemacht? Ha, zum Ende habe ich was. Achtung Mediendienste, das ist ein echter Scoop. Du bist lange Zeit, natürlich vor deiner Berufung zur Grüner Chefin, nicht unserem Werben erlegen, dich zur Bild Verlagschefin zu machen. Das, liebe Julia, war ein schwerer Fehler. Das kann ich dir nicht verzeihen. Du hast uns einfach Nein gesagt. Hartnäckig, angstfrei, empathisch. Und von dieser Stelle aus betrachtet, wahrscheinlich hast du auch da wieder recht gehabt. Herzlichen Glückwunsch zur Medienfrau des Jahres 2017, liebe Julia Jeckel.